Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits fünften Staffel und der 163. Folge, heute in der Vorproduktion am 10.12.23. Bevor es aber losgeht, gibt es hier mal ein herzliches Dankeschön. Sorry. Und zwar geht es diesmal an Respect mal. Warum auch immer man sich so nennt, aber herzlichen Dank für dein Abo, was du am 10.05.23 bei mir gelassen hast. Du warst Numero 1141. Die Einblende verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns frisch nach der Eroberung von Rotai. Ich habe jetzt schon mal, wie angekündigt, zwischen den Folgen Garnison reingelegt, ein bisschen Vorräte wieder aufgekauft und Gefangene gespendet und so weiter und so fort. Ich habe das ja nicht für mich beansprucht diesmal, deswegen brauchen wir auch keine Burgverwaltung machen oder Stadtverwaltung, sondern wir gehen einmal raus. Während er ein Autoservice macht, dann gehen wir nochmal rein. Aha, genau deswegen. Problem ist jetzt nur, es sind wieder Römer rekrutiert worden, natürlich, aber okay. So, das Ding hat uns jetzt auch wieder einen ordentlichen Kriegsstand beschert. Ja, wir haben allerdings auch gut Verluste gemacht diesmal. Das waren fast 200 Verluste, das war nicht gut, aber ist okay. So, hier ist immer noch nichts Karthagisches unterwegs, finde ich gut. Unser Hauptziel als Gallier ist ja immer noch für diese gesamte Kampagne, dass wir sämtliche römischen Fraktionen vernichten. Das heißt, wenn die Karthager das hier erobert haben, was ursprünglich mal römisch war, dann ist es so. Ich denke, wir könnten uns jetzt Chamaris und oder Amitatis schnappen. Allerdings sollten wir mal Verstärkung rufen. Sein wird weggeschickt, er soll wieder frische Rekruten holen. Fenagan auch. Trindor hat noch gut Leute da. So. Achso, ja. Weil ich sie gerade weggeschickt habe, kosten sie mich jetzt nichts. Verstehe. Okay. Was haben wir denn hier noch? Lignos. Normaler Batani. Okay. Macht mir gar nichts. Nehmen wir mal mit 10 Einfluss. Merak. Gehört zu den Averni. Averni ist ja vom Anführer. Rat. Den kennen wir. Wer bist du? Kein Söldner, gut, komm mit. Tegan, auch kein Söldner, sonst würde es hier oben stehen, dass sie Söldner-Clan sind. Komm mit. So, sind doch wieder ein paar. Warum ich die anderen zwei weggeschickt habe, das ist so eine Hausregel bei mir, wenn sie unter 50 haben, entlasse ich sie, damit sie sich erstmal wieder Rekruten holen können und vielleicht noch kleinere Überfälle verhindern können. Außer natürlich Obelix und Verballer. Die bleiben bei uns. So, Melidir, du willst jetzt hier belagern, okay. Wo ist der andere? Eros? Oh, ne Scheiß, wo ist der? Allgemein mal gucken, das sieht nicht so gut aus, weil wir gerade noch ein paar Rekrutierungen laufen haben, aber okay. Hier wollte ich gucken. Ach, Eros gibt's schon gar nicht mehr. Na gut. Dann gucken wir uns mal Chamaris an. Geht es um den Besitz. Jetzt sogar vorgeschlagen. Immerhin. Aber ich brauche es nicht. Finanziell gesehen brauche ich es, ja, aber ich kriege es erstmal nicht unterhalten. Ne? Ich habe zu wenige Statthalter, die römisch sind und zur Verfügung stehen. Ah, da. Oh, im Wald kriege ich den. Aber er läuft einfach weg. Okay. Ja, gut. 328 Verteidiger. Ich will mal noch ein bisschen rumlatschen hier, bis unsere Verstärkung da ist, weil ich befürchte so ein bisschen, dass unsere Verstärkung abgefangen wird unterwegs von solchen Trupps hier. Wird hier angegriffen. Sejaron habe ich nicht gerufen, aber der ist in Gefahr, also helfen wir ihm. Ne, es sind Dorfbewohner, okay. Aber auch okay. Und dann sende ich es mit Truppen. Zwei Verluste, okay. Und Verhältnis gesteigert. Und noch ein Gefangener. Und noch ein paar zukünftige Garnisonseinheiten. Und noch ein bisschen Plünderzeugs. Ach, schön, Streitrost. Wie gut, dass ich gerade nochmal Imperiale gekauft habe für teuer Geld. Aber okay. Ah, sehr schön. Er wurde abgefahren. Wie viel Kavallerie hat der?
Gut, 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 gut. So, wir helfen Isabreck. Das ist Clan Gilman, okay. Söldner-Clan. Ja, komm da, entsenden wir. 4 Verluste, okay. Ja, Kafet befreit, sehr schön. Hier noch ein paar Leute. 3000. So, es wurde was gelevelt und zwar bei Falballa in Vogt. Das wiederum kommt mir zugute. Dass ihre gesamte Truppe mich jetzt 25% weniger Truppensold kostet. Was hätten wir hier? Ja, das macht sie ja eh nicht. Warte mal, was ist mit Sold? Gefährten. Nee, dann das hier. Zack. Sie ist ja auch ihr eigener Quartiermeister. Sie ist ja alles auf einmal. Das ist jetzt schon ein großer Unterschied. Ich mache jetzt noch mehr Minus als vorher, dein Ernst. Alles klar. So, wo bleibt denn die Verstärkung? 2 Stunden entfernt. 6 Stunden entfernt. Ach, guck mal hier. Lignos. Merak. Alles klar. Die sammeln wir mal eben ein. Aber so ein bisschen Geleitschutz für die. Hier ist Rad. Sehr gut. Kommt mal schön zu mir, Leute. Wie weit bist du noch entfernt? Noch 12 Stunden, okay. Und du? 19. Alles klar. Was möchte, was rekrutiert werden? Das ist aber römisch, das möchte ich nicht. Ich hab 2000 plus gemacht? Hey. Okay. Ach, hier ist dieser Clan, der uns den Krieg erklärt hat. Der Leckmich-Clan. Hat die hier ein bisschen gegen die Bande gedrückt? Ja. Das sind Ebusbauern. Blöde ist halt nur, ich kann jetzt... Obwohl, warte mal, doch, ich müsste nachgucken können. Aus Richtung Hertogea kommt er. Und er aus Remtoil. Hertogea war hier oben. Also müsste er irgendwo hier sein. Und Remtoil? Hab ich jetzt nicht, wo das Ding schon wieder liegt. Keine Ahnung. Also nicht aus dem Kopf heraus. Aber ich geh mal Richtung Hertogea. Ah ja, guck mal, da ist er doch. Wieso greifst du denn jetzt? Er greift die Dorfbewohner an. Wie ist er denn drauf? Ach, komm schon. Mann. Ein unnötiger Toter und ein Plebejer brauchen wir nicht. Die Pferde nehmen wir. So, kommst du jetzt mit oder nicht? Danke. Aha. Kasinon. Jagen wir doch erstmal den. Während unser letzter verstärkt. Ach, da kommt gerade die letzte Verstärkung, alles klar. Brote mit Lösegeld ist mir zu wenig. Jut, der hat sich erst noch mir angeschlossen, sehr schön. Wo wollten ihr hin? Ernsthaft? Ernsthaft? Nö. Ganz ehrlich? Pech gehabt, Kumpel. Diese machtgierigen Söldnertruppen immer. Nö, den lassen wir erst verheizen und den werden wir dann befreien, wenn es soweit ist. So. Und das Schöne ist natürlich, dass die jetzt durch das Ungeordnete auch noch einen Moralmalus haben. So, jetzt sind hier noch 4 weitere reingekommen. Welche sind das? Ich sehe es gerade nicht. Lol, der hat überlebt? Aha. Okay. 38 Kavallerie, 73 Fernkampf, 200 Infanterie. Wir sind die jeweils überlegen, finde ich sehr gut. Und die haben sau viele Gefangene. Das könnte Eros seine Truppe gewesen sein. So, für alle Fälle wird wieder gespeichert. Dann nehmen wir rein da. Und im Anschluss, wenn wir jetzt nicht zu viele Verluste hatten, können wir uns dann endlich Chamaris holen. Ach ja, ich habe neue Leute gerufen. Zack, zack, zack. Bums. Zack, zack. Bums. Wieder ein berittener Schütze, Mann.
Geiles Schlachtfeld, ja. Mal schön hier den Feuerkessel aufrecht erhalten oder so ähnlich. Warum kriege ich das hier nicht so, wie ich es möchte? Okay. Dann ich wieder dahinter. Drei hier. Fünf da. Nein, die vier da. Entschuldigung. Die vier. Die fünf hier. Und mit der fünf möchte ich mal was probieren, was der liebe Elias vorgeschlagen hat, weil das klang grundsätzlich ganz geil. Stört mich nur dann trotzdem, wenn ich das jedes Mal machen müsste. So, und zwar die 5 möchte ich jetzt umschalten, transferieren in die 2, wo warum auch immer schon wieder Nahkämpfer drin steckt. Annehmen. Und jetzt möchte ich sagen, absitzen. So. Oh lol. Elias, mein Lieber, das war ein wunderbarer Vorschlag. Das funktioniert, aber so richtig gut, ne? Also wenn man da mal irgendwie eine Schlacht hat, wo man zu wenig Bogenschützen hat und dann aber trotzdem, obwohl man es nicht möchte, weiß ich nicht, 50, 60 berittene Bogenschützen dabei sind, kann man die auch den normalen Bogenschützen zuordnen. Funktioniert wunderbar. Ist ein schöner Vorschlag gewesen. Aber mich würde es jetzt echt nerven, vor allem im römischen Spielstand, weil ich das bei jeder einzelnen Schlacht machen müsste. Wäre cool, wenn es das gäbe, dass man das voreinstellen kann, ne? Wäre auch cool, wenn man sagen könnte, dass bitte Römer nur Römer rekrutieren sollen. Boah. Der Söldnerclan verheizt sich da hinten wunderbar. Aber was macht der Gegner, ist die Frage. Kommt er danach auf uns zu oder nicht? Ich glaube nicht, Tim. Wir gehen mal vorwärts. Zwar absolut keine richtige Reichweite da, aber egal. Ich wollte gerade sagen, falls ihr euch wundert, wo die Musik bleibt, die ist gerade gar nicht zu hören, aber genau in der Sekunde kommt sie, natürlich. Die Frage, wie wir uns positionieren. Ich denke mal, die Jungs hier gehen mal da hinten ihren Spaß haben. Sobald ich dann mal... Scheiß Bäume im Weg! So. Die... Nee, die anderen dürfen dann, sobald ich was sehe, da ihren Spaß haben gehen. Ah, Moment. Geht die nicht. Verdammt. Kein Sichtfeld auf den Feind. Er zieht sich auch wieder zurück. Genau hinterm Hügel, der Sack. Okay, die 1 bitte hierhin, die 2 da oben drauf. So, auf der rechten Seite schlagen wir jetzt zu. Jo, gut aus. Problem ist halt nur mit dem Wald genau im Weg, ne? Sagt er und läuft gegen den Baum. Ah, da sind sie ja, die Hunde. An da, Jungs. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir sie aber schön niedergeknüppelt hier. Niedergeschossen, meine ich. Macht mal den hier. Wir müssen halt nur rechtzeitig die Infanterie nach vorne ziehen dann. Und die Schützen nach hinten bewegen. Heiliger, viel zu kurz. Au. Warum schießen sie mal alle auf mich? Hier sind noch andere. Aua. Jetzt reicht's aber. Schieß zurück, Männer. Ah, Entschuldigung. Zu weit. War ein Schild. Da waren noch 2 Treffer. Maximum. Und die haben kein Schild mehr. Ich sehe da etwas, was mir gar nicht gefällt. Oder damit euch. Hier dahin. Unsere Kavallerie ist hier nur am Hin- und Herreiten gerade. Ich meine, gut, das lenkt das Feuer des Gegners ab, ja. Lenkt aber auch unsere Kavallerie dummerweise in den Infanterieblob, wo sie erstmal noch nichts zu suchen haben. Mein Meatshield ist gerade gestorben. Krieg ich ein neues? Danke, sehr freundlich. Es juckt den irgendwie gar nicht, dass man den zu Boden schießen, ne?
Der bleibt da einfach stehen. Der Sauhund. Ah, jetzt. Infanterie. Rein da. 3 und 4 darf mit den feindlichen Schützen den Spaß haben gehen. Komm, 1, 2 Schüsse krieg ich noch hin. Jo. Ja, die Flanken auch ein bisschen geschliffen. Sehr schön. Mit unserer Kavallerie. Wo bleibt meine Infanterie? Kommt ein bisschen spät. Ja, aber immerhin die Formation aufgelöst. Sehr schön. Der, der ist mir. Keiner feuert auf diesen Standartenträger. Der gehört mir. Mann, oh. Jetzt schützen die den auch noch. Warte, warte. Probier's doch. Los, schlag zu. Na los, warte. Was zuckt man oder was? Kommt ein bisschen Hilfe. Wir brauchen Jungs. Danke. Sehr freundlich. So. Und nicht anders. So, wo ist der Standartenträger? Wer hat ihn gesehen? Da vorne läuft er. Aua. Der schlägt mit der Faust auf mich ein. Ich finde dieses Feature so geil, dass man die jetzt entwaffnen kann. Scheiße, die Standarte ist schon gefallen. Manu. Es war ja tatsächlich zu der damaligen Zeit eine besondere Ehre, die Standarte des Feindes zu erobern und eine besondere Schande, vor allem für die römische Legion, eine Standarte zu verlieren. Mann. Gab's auch ingame gerade einen kleinen Ruckler? Ich hoffe, der war jetzt noch nicht irgendwie im Video. Also, dass nicht die Datei irgendwie kaputt gegangen ist, meinte ich. Aber nee, es war jetzt nur ingame, okay. Oh, 22 ist okay. Definitiv. Dafür, dass wir jetzt eine komplette Armee vernichtet haben. Du Verräterin! Ich wollte dich mal heiraten! Glaube ich. Ah nee, die ist verheiratet mit Clan Varos. Ihr Mann ist Jastion. Okay. Das ist schon witzig, ne? Die Tochter unseres Häuptlings. Leute. Nochmal 65, okay. So. So. 16k, das bringt schon Erfahrungspunkte. Auch für die Garnisonstruppen, ne? Oder Garnison und Spee. So. Dann, denke ich, haben wir jetzt eine schön große Truppe. Ja, durch die befreiten Gefangenen, die 190, können wir uns doch jetzt hier mit fast 1000 Mann die Belagerung von Jamaris machen. Mal gucken, ob es sogar die letzte in diesem Krieg wird. Leider gehen da schon bei 97% Kriegserschöpfung. Odix hat im Werfen was gelernt. Ja, mehr schildbrechend. Nein. Aratus ist geflohen aus Ibirotea, das ist schade, aber okay. So, fast 400 Verteidiger. Ander an den Speck. Und er hat schon instant 2 Ballisten und einen Katapult. Na toll. Wir bauen Onager. Und einen Bocki. Wollt ihr spielen kommen, Tynops? Hallo? Du da? Nee? Okay. Weil ist ja nicht so, dass direkt neben ihnen eine ihrer Heimatbases belagert wird. Ja. Das vergessen die Jungs. So, was möchte denn rekrutiert werden? Wieder nur römisch? Nee, nee. Erstmal nicht, aber danke. Geht mal alle weg da, ich muss hier Befehle geben. Seit wann ist das eigentlich so, dass die Karawanen wieder hier durchmarschieren dürfen? Teilweise versuchen sie zu flüchten, teilweise marschieren sie einfach wieder durch. Gehen sogar rein und raus in der Stadt, also. Jetzt gerade im Moment sind sie wieder im Fluchtmodus.
Aber wir haben schon oft genug beobachtet, dass wir, während wir eine Stadt belagert haben, da einfach Karawanen rein und rausgingen. Was? Rebellenfraktionen? Clan Ebu Rovikis? Die wollen sich unabhängig machen. Hast du jetzt Bock? Nee? Na gut. Wir sehen uns später wieder. Wenn ich hier fertig bin. Das hat aber schön Shepard in der Kasse gerade. Haben unsere Stadthalter schön viele Missionen erledigt und wir haben trotzdem ein Minus. Eieieiei. Vielleicht werde ich mir Dr. Maris mal schnappen und das erstmal so lange behalten, bis es rebelliert oder so. Mal gucken. Irgendwie muss ich mal was dagegen tun. Aber noch besser wären natürlich die Ausbauten. Lol. Die Ausbauten der Infrastrukturen. Nein, wir sind noch nicht fertig. Nein. Nicht so kurz vor Siegmöglichkeit. Wie einfach mal 500 Leute stehen? Und nicht eingreifen. So, Trubadix hat gelevelt, das ist immer gut. Ich stelle mich jetzt noch den letzten Fokuspunkt hier drauf. Leider kein Attributspunkt, aber okay. Nein. So. Oh, die zwei Ballisten da bitte noch wegschießen. Okay. Das nördliche Imperium. Ist okay, Brudi. Kein Ding. Wenn du meinst, du schaffst das? Heiliger. Der ist wirklich nötig, wa? Zwei Bogen, sechs Bogen, zwei Städte, aber will's unbedingt noch wissen. Mit wehenden Fahnen und so. So, rein da. Wir sind vorbereitet. Ich hätte vielleicht mal speichern sollen. Ja, okay. Aber auch nur vielleicht. Ihr schließt euch bitte alle der Infanterie an. So, wir haben ja jetzt so sehr schön Gerätschaften. Du musst auf jeden Fall Leiter. Und dann wahrscheinlich hier so. Ah, oder hier. Ja, hier wird es sein. Okay, die Burg an sich kennen wir schon. Ich bin daran liegen, dass ich sie im anderen Spielstand auch gerade frisch belagert habe. Ihr kommt hier hin. Die Infanterie erstmal hier auf Wartestellung. Wir lassen erstmal unsere Schützen und unsere Artillerie alles regeln. Warum gehen denn jetzt die... Das würde ich auch gerne bestimmen können, ne? Warum sind jetzt die Schützen unterwegs dahin, die Belagerungsmaschinen zu bedienen? Wenn doch die Artillerie gerade in Wartestellung ist. Ich hätte ja auch sagen können, dann soll lieber... Nicht die Artillerie, die Infanterie in Wartestellung ist. Hätten doch lieber die Infanteristen sich jetzt die schnappen sollen. Weil die Schützen wiederum könnten ja potenziell hier um die Mauern leerfegen. Mit ihren eigenen Munitionsdingern da gedöns. Gerade da flimmert ein Helm durch, aber es war eine Leiter. So, warten wir mal auf den Gegner, wa? Darauf, dass meine Jungs hier ankommen. Weil es gibt hier Leitern, genau. Da kommt schon der Erste. Halt still! Nein! Wo ging der hin? Oh, dein Ernst? Ey, das wäre meiner gewesen! Hier vorne haben sich zwei Jungs festgebackt. Hier zu hoch. Daneben, du blöde Kuh. Oh, da ist er tot. Okay. Einfach mal auf den Eingang schießen. Irgendwas treffe ich schon. Kommt sogar mal Infanterie. Nein. Schöner Treffer. Hat nur zu wenig erwischt. Boah, was? Was hat denn für ein Aim heute schon wieder hier? Ja, gar keins. Oh, scheiß Leiter im Weg, natürlich. Achso. Oh, shit, Ding. Das war mitten ins Gemächt. Der hat nicht mal gezuckt. Genug. Schade. Klappt daneben.
Oh, voll verrissen. Geht doch. Ich dachte schon, ich habe einen scheiß Elm, aber ich stehe genau vor ihm und er schießt daneben. Ah, immer sein Schild. Oh. Lebt der da noch? Jetzt nicht mehr. Noch. So. Die eins bitte mal hier vor. Ach, jetzt habt ihr auch mal aufgehört, euch zu verbuggen, ja? Schön. Oh, da hinten mit Katapulte rein. Würde schön böse Aua machen. Hat der. Er hat gerade wirklich seinen Speer gegen die Zinne geworfen, ja? Das schon ich wäre schlecht. Na. Halt mal kurz still. Dankeschön. Dieser blöde Grashalm jetzt hier. Muss das jetzt sein? Halt. Habt ihr auch mal irgendwann vor, hier aufzutauchen? Frag für einen Freund. Der eine oder andere hat mir zwischendurch schon mal geschrieben, ich könnte ja auch in der Ego-Perspektive schießen. Das ist für mich aber so komplett ungewohnt. Ich müsste komplett neu lernen, damit zu schießen. Ich habe zwischendurch immer wieder mal probiert, zum Anfang der ganzen Staffel hier, aber irgendwie ist das nicht so meins. Alter, wo bleibt ihr denn? Wollt ihr noch einen Spaziergang machen? Vielleicht noch einen Tee trinken zwischendurch? Aber ruhig, hab Lust. Trink mal einen Schluck Tee. Ah. Ich glaube, ich habe noch einen Schluck Kaffee im Tee gehabt. Ja, schmeckt ganz komisch gerade. Ah. So, Speere hoch. Äxte auch. Von mir schmeißt doch Gabeln. Hauptsache, ihr kommt da oben mal ordentlich leer. Ich würde jetzt schon gerne mal versuchen, da hochzugehen, um euch dann dem Befehl zu geben, dass ihr euch da sammeln sollt. Ja, gebt mir Deckung. Nein, von oben, Junge. So. Ach, du Heilige, okay. So, Infanterie hier hin. Nein. Ja, geh vorbei. So. Was? Er lebt noch? Moment mal. War aber nicht der Deal. Oh, Scharte. Ja? Probier's doch. Los, trau dich. Krieg mal. Bam. Bam. Boing. Warum hältst du so viel aus? Rums. Und jetzt gehe ich da auch hoch. Mach mal ein bisschen Munition. Den getötet habe. Den getötet habe. Was haben wir hin? Nein, du schießt jetzt nicht auf mich. So. Und dann schießen wir einfach mal von oben auf den Feind. Der übrigens schon flüchtet. Wow, Vorsicht! Hier stehen noch Gallier und so. Oh, schöner Treffer von dem Katapult gerade. Mami? Ich bin so froh, dass die Friendly Fire mittlerweile deaktiviert haben bei den Dingern. Nein. Dein Ernst? Boah. Noch. So. Nein. Wirklich? Noch. Geht doch. Hm. Alles klar? Au, natürlich schießen die jetzt zurück. Jetzt ist die Frage, warum die jetzt kommen, weil nicht, dass ich sie gleich hinter mir zu stehen habe. Ein bisschen uncool. Nein, er zuckt genau in der Sekunde zurück. Aua. Der da ist es die ganze Zeit. Nein.
Wirklich? Sag mal. Ich muss schon sagen, hier habe ich doch gerade noch eine Armbrust gehört. Laden. Aber sieht sehr gut aus, dadurch, dass wir die Infanterie einfach da oben stehen lassen. Andererseits könnten wir der Infanterie jetzt auch mal erlauben, dass sie vorwärts geht. Moment. Da so. Darf ich nicht. Das ist uncool. Oder zeigt es mir einfach nur nicht an. Hm. Na komm, dann F6 für euch. Weil das schon ein Teil jetzt auf der Mauer drauf ist, sollten die sich doch gut durchschnetzeln jetzt hoffentlich. Das ist dein verdammter Ernst? Schießt er hier schon wieder auf mich, wa? Noch. Geht doch. Kommt der da auch noch? Also, da komme ich nicht so gut ran. Na gut. Machen wir mal wieder den, wa? Oh, diese Grafikglitches hier, die sind echt uncool. Bums, bums, aus die Maus. Wollen wir mal sehen, wie schnell Asterix eigentlich laufen kann, wa? Guck mal, die ziehen sich hier schon zurück, ja? Was würden das hier, wenn ich mal fragen darf? Oh. Au. Doch, immerhin. So, unsere Geier kommen auch gerade sehr schön. Und die rauschen jetzt durch. Was denn da los? So weit hätte ich gerne mal auch in den anderen Belagerungen. Dass der Trupp, der sich zuerst oben sammelt, mal richtig durchwascht hier. Mist, ich wollte ihn gerade runterstoßen. warum ignorieren wir gerade die Schützen? Achso, weil wir zuerst im Tor laufen, oder wie? Und ist ja nicht so, dass deren Geschosse tödlich sein könnten. So, das geht mal durch. Ah, ja. Da haben wir noch ein bisschen was für unsere Munition. Ruckel, ruckel, da kommt Verstärkungswelle irgendwo. Hoffentlich von genau hinter mir. Warte mal, apropos hinter mir. Au. Wow, was denn da los jetzt? Adrenalin oder was? Der letzte war natürlich daneben. Ich hätte es nicht erwähnen dürfen. Ach, komm schon. Geht doch. So, auf beiden Seiten Verstärkungswelle. Au! Dein Ernst? Von wo kam der denn jetzt? Oh, es ruckelt wie Sau gerade. Kam irgendwo so ein blöder Pieler geworfen. Euer Ernst? Das war jetzt sehr unhöflich. Das eigentlich, dass ich jetzt von hier aus sagen kann, ich würde gerne jetzt jemand anders steuern. Gib mir mal Trubadix. Ah, cool, das geht. Nice. Ich dachte, ich muss immer warten, bis er tot ist. Ja, es ruckelt dann immer ein kleines bisschen, wenn ich diesen Charakter-Switch mache. Jetzt gerade hier zumindest in der Belagerung. Aber das ist wenigstens einer, der vernünftig schnell laufen kann. Warum auch immer der andere hier, der Dingens, den wir gerade gesteuert haben, der skillt einfach nicht Athletik. Er wird einfach nicht besser, er läuft immer total lahmarschig. Wenn ich den frisch übernehme. So, wo ist der Pisser mit dem Wurfspeer? Hab was für einen Freund. Wo liegt da unser Chef? Mann, oh. Gesicht im Dreck. Und dann mach mal die Luke auf, oder?
So, ja, stimmt. Bocki hatte ich ja eigentlich auch noch dabei. Aber Tor aufmachen war nicht so euer Ding, ne? Mann. Es lief so gut. Und dann kam dieser Wurfspeer. Weiß mal ohne Scheiß, wer hat den geworfen, ne? Von wo? Müssen ja irgendwo noch hier im Turm welche gewesen sein. Die Bogenschützen habe ich ja gut geklärt. Hier ist keiner mehr. Wird wahrscheinlich schon tot sein, derjenige welche. Oh, was ist denn das für ein Beschiss hier? Einfach zugemauert während der Belagerung? Sauerei! Och, total verbuggt hier. Ja. Alles klar. Also an der Stadt, an Jamaris, muss noch was getan werden. Trotzdem 140 Verluste, aber gut. Gar nicht mal so viel mehr, wie wenn wir einen Sturmangriff gemacht hätten. Warte mal, will ich die überhaupt aufwerten? Ich die eh gleich spende. So. Möchte hier mitkommen? Nee, ist okay. Ja, ja, ist okay. So, 9000. Wow, okay, dann nehme ich Bus und Essen mit. Gut. Plündern, ich nehm's. Ja, es muss auch mal zwischendurch sein. Wir müssen auch mal an uns denken, ne? So, erstmal nur auf Werkstatt konzentrieren. Treue ist natürlich gerade ein Problem. So. Release. So. Hab da irgendwas Batanisches hier, was ich gebrauchen könnte? Ja. Gut, Slinger theoretisch auch. Den kann man zum Bogenschützen machen, wenn er mal irgendwann auflevelt. Okay. Aber, liebe Leute, ich sehe gerade, ich habe ja schon voll meinen Timer ignoriert. Das war schon wieder für heute. Das ist einmal ganz gut. Dann kann ich mich jetzt wieder die Verwaltung zwischen den Folgen machen. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.